In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man die Großo-Notation für einen bestimmten Algorithmus mit einer bestimmten Laufzeit überhaupt berechnen kann. Nehmen wir doch mal an, dass wir unseren Algorithmus ziemlich genau evaluiert haben und herausgekriegt haben, dass er immer in einer bestimmten Laufzeit hat. Und zwar haben wir sie mit n hoch 2 plus 3n plus 3 berechnet. Was er genau tut, dieser Algorithmus, das ist uns ziemlich egal. Das hier ist die Größe seiner Eingabe, sagen wir mal die Länge einer Liste oder die Länge eines Strings, das ist eigentlich vollkommen egal. Und wir sind auf der Suche nach einer Funktion g von x. Also wir malen erstmal uns f von n an. Ich werde das nicht genau nachmalen hier, sondern mir so ein bisschen imaginäre Funktion hier anmalen. Und das wäre jetzt mein f von n. Das wäre n und das wäre die Laufzeit meines Algorithmus. Wir suchen ganz allgemein gesehen nach einer Funktion gx mit einem c eventuell davor, also einer Konstante c und einem n0, sodass wir wissen, dass für Werte n größer n0, diese cgx-Funktion ist immer größer als meine fn-Funktion. Das heißt, ich suche eine obere Schranke. Ich suche etwas, was immer ein bisschen langsamer ist, ein bisschen komplexer ist als meine fn. Das würde dann natürlich im Praxisfall bedeuten, dass fn oder mein Algorithmus nie langsamer ist als diese gx-Funktion. Und das wäre sehr praktisch zu wissen. Wie macht man das? Man guckt sich eigentlich jeden von diesen Termen etwas genauer an, denn wir suchen ja eine Funktion, die insgesamt größer oder kleiner meiner ist. Gucken wir uns n Quadrat an. Da weiß ich, dass es immer kleiner oder größer n Quadrat ist. Eigentlich ist es immer gleich. Für diese 3n kann ich eigentlich auch behaupten, dass es immer kleiner oder größer n Quadrat ist, aber eben nicht für alle n, sondern n erst wenn n größer 2 ist. Also wenn es 2 zum Beispiel wäre, dann hätte ich 3 mal 2 ist eine 6. Das ist größer als n hoch 2, was ja 4 ist. Aber für n gleich 3 würde das Ganze funktionieren. Und für die 3 kann ich auch wiederum behaupten, dass es immer kleiner gleich n Quadrat ist, aber erst wenn n größer oder gleich 2 wird. Das heißt, für 2 ist es erst für 2 ist das richtig. Das würde bedeuten, dass meine Funktion fn ist immer kleiner oder gleich n Quadrat plus n Quadrat plus n Quadrat, was ja 3 mal n Quadrat ist. Und diese 3 hier ist genau meine gesuchte Konstante c. Und diese n Quadrat ist genau meine gesuchte g von x. Jetzt kann ich also behaupten, dass fn ist Groß-O-Notation von gx. Und zwar für alle n's größer 2. Und Sie sehen auch, die c, die Konstante, ist weg. Für die interessiere ich mich überhaupt nicht. Es kann natürlich sein, dass ich zwei Algorithmen habe, wobei c bei dem einen ist kleiner als das c bei dem anderen. Für die asymptotischen Schranken, für die Landau-Symbole, für diese Groß-O-Notation ist das allerdings vollkommen egal. Man sucht nur nach dieser gx-Funktion und man muss es rein mathematisch auch noch dieses n hier finden. Es ist aber egal, welchen Wert er hat. Und jetzt wissen Sie auch, wie man so eine Groß-O-Notation eigentlich berechnet, wenn man diese fn wirklich hat. Was macht man allerdings, wenn man es nicht hat? Man konzentriert sich in seinem Algorithmus auf die größten Teile, auf die komplexesten, auf die langsamsten Teile. Irgendwo, wo man sich irgendwelche Datenstrukturen vorbereitet, den ganzen Setup, die ganze Ausgabe, das ignoriert man komplett. Und man konzentriert sich meistens auf Schleifen und auf teure Prozeduren und Methoden und Funktionen. Wenn ich der komplexeste Teil von meinem Algorithmus eine einfache Schleife ist, die einmal durch die Eingabe durchgeht, dann habe ich meistens eine asymptotische Laufzeit von n, also linear. Wenn ich allerdings eine verschachtelte Schleife habe, die zweimal ineinander verschachtelt ist, dann habe ich wahrscheinlich eine asymptotische Schranke von n hoch 2.
und so weiter und so fort. Man guckt sich immer die teuersten Teile in seinem Algorithmus an und die bewertet man mit dieser Asymptotik. Es ist allerdings auch sehr wichtig, dass man gute asymptotische Schranken findet und nicht zu weit nach oben das rausspringt. Man kann natürlich immer behaupten, dass ein Algorithmus, der eigentlich lineare obere Schranke hat, dass er auch eine obere Schranke von n hoch 3 hat. Das ist ja auch richtig so, denn es ist auf jeden Fall höher. Aber das möchte man nicht im Praxisfall, denn man möchte ja seine Algorithmen nicht schlechter machen, als sie eigentlich sind. Dankeschön.